Es ging erstaunlich schnell und halbwegs reibungslos bis eben. Runde 21 von maximal 30, die den Wicker unten zugestanden haben. Lange Zeit sah es aus wie ein Spaziergang. Dann haben wir entdeckt, dass oben in Leningrad jede Menge Verteidiger sind. Kurzfristig sank unser Mut ab, dann kehrte er wieder. Aber das ist zwar, es sollte eigentlich klappen, aber es ist noch nicht komplett in Trockentüchern. Hier unten haben wir Luga. Wir haben es dann gewonnen, wenn wir alle 11 Siegfelder eingenommen haben. 9 haben wir, aber die beiden anderen, die sind an völlig verschiedenen Stellen. Eins ist hier oben in Leningrad. Wir haben haufenweise Einheiten, also das, wenn wir das nicht in 9 Runden gebacken kriegen, dann könnt ihr mich, glaube ich, für den Rest eures Lebens statt WB Franz Theodor nennen oder auch zu Gutenberg, wie ihr möchtet. Aber hier unten in Luga, das ist ein bisschen doof, weil die haben kaum Einheiten. Und die Einheiten, die wir hier stehen haben, das sind abgesehen von der einen oder anderen Flugeinheit. Und die wiederum sind abhängig davon, dass wir diesen Flugplatz halten. Da steht hier diese Einheit, ein Panzerjäger, ein Panzer und eine Panzerabwehrkanone. Das heißt Einheiten, die gut sind gegen gepanzerte Ziele. Und welche Einheiten hat der Feind? Weiche Ziele, also Infanteristen, hier und hier und hier. Und eine Panzerabwehrkanone, die hier wiederum steht und die harte Ziele kaputt macht. Jetzt weiß ich gar nicht genau, ob die selber ein weiches oder ein hartes Ziel ist. Sie ist selber ein weiches. Das heißt, die beiden hier... Ach, das wollte ich gar nicht. Ich habe wieder Links- und Rechtsklick verwechselt. Ich mache das mal wieder zurück. Echt, die Umstellung. Morgen muss ich Fantasy General... Darf ich Fantasy General 2 streamen? Das ist mit Links und Rechts genau umgekehrt. Hier wählt man mit Rechts ab... Mit links zieht man und agiert und da ist es genau umgekehrt. Also sowas macht mich kirre, wenn man sowas parallel let's playt. Also mit diesen beiden Einheiten hier. Oh nee, ich habe mich eben vertan. Wir haben noch nicht mal eine Panzerabwehrkanone, wir haben nur eine Artillerie. Jetzt ist die Frage, greifen wir die an oder greifen wir die an? Die ist die gefährlichere, der gefährlichere Gegner für uns, die Panzerabwehrkanone. Und zugleich sollte das der leichtere sein, den wir killen können aus der Luft. Hier haben wir in der Luft einen Aufklärer. Den können wir auch wegziehen, den brauchen wir nicht. Den ziehen wir erstmal wieder einfach hier runter. Der soll hier sich einfach irgendetwas angucken halt. Keine Ahnung was. Hau mal ab, du störst. So. Die Einheit hier sollte eigentlich sehr empfindlich sein aus der Luft. Wir haben einen taktischen Bombern in der Umgebung. Einer, der ist genau vor Ort, das ist ein zweiter, der kann von der Seite kommen, das ist ein dritter, der kommt nicht bis dorthin. Also die beiden können wir einsetzen. Beide kann man, den hier könnte man auch oben einsetzen, der ist für unten spezialisiert. Das heißt, den setzen wir jetzt ein. Hierhin, 4 Punkte abgezogen, da 3. Die haben unfassbar viele Trefferpunkte hier unten. Konzentrieren wir uns mal hier drauf. Fünf Punkte weg. Beschuss mit der Artillerie. Das ist kaum Schaden. Machen wir natürlich trotzdem. 4 Trefferpunkte noch und 3 Unterdrückungen. Das heißt, er kann so gut wie keinen Schaden mehr ausrichten. Das wiederum bedeutet... Ja, damit kriegen wir einen kleinen. Sehr schön. Dann ziehen wir mit dem hier oben hin. Und jetzt kommt unser Infanterietrupp zum Einsatz, die Pioniere. Und die sind gut. Das ist die Einheit, die wir durchbringen müssen. Das ist die Einheit, mit der wir in Luga reinkommen. Der hier steht total, der steht eigentlich in einer doofen Stelle. Die Einheit könnte hier angreifen, aber die ist zu weit weg. Wenn wir die auf dem Feld ziehen, LKW mit Haken, verwandelt die sich in die Infanterie, steigt aus dem Opel Blitz also wieder aus, aber greift nicht mehr an. Das gilt für die beiden Felder. Wisst ihr was? Wir sagen dem einfach, heil dich aus. Und mit der Einheit hier oben gehen wir natürlich näher an den Feind ran und stellen ihn schon mal hier hin. Hier steigen die aus, sind also halbwegs gut geschützt wieder, aber können nicht mehr in Angriff gehen, aber das ist okay. Unsere Artillerie ist in der zweiten Reihe. Der Sturmpanzer bleibt da auch stehen. Warum sollen wir den weiter nach vorne stellen? Den können wir weiter nach vorne stellen, weil wir wollen, dass diese Einheit uns angreift.
ist, die hatten nur eine hohe Verschanzung. Und wenn wir es hinkriegen würden, dass die uns angreift, wäre das cool, nur die wird uns nicht angreifen, weil ich glaube nicht, dass man von dem Feld aus hier raufziehen kann. Man kann nur hierhin ziehen und hierhin. Das heißt, wir können den auch nicht als Beute. Wir könnten den aber hierhin schon mal stellen, weil er kann da nicht angegriffen werden, kann aber alles angreifen. Das können wir machen. Und das machen wir auch. Zweier Reichweite. Nächste Runde greift er an. Und hier wiederum ist im Augenblick kein feindliches Flugzeug über dem Kopf. Hier auch nicht. Hier könnten wir auch schon mal ein bisschen agieren. Wir haben den strategischen Bomber, um den weiter runter zu bomben. Und die Verschanzung weiter zu zerstören. Den müssen wir nicht töten. Im Chat wird darüber gerade diskutiert. Das ist quasi, also der, glaube ich zumindest, das ist egal. Ist mir völlig egal, ob da eine Einheit in der Festung drin sitzt. Das Feld müssen wir fertig kriegen. So, drei Munition, Verschanzung auf 5 abgesackt. Er bleibt noch hier und wir haben noch einen taktischen Bomber, mit dem wir hier angreifen können. Oder hier oben. Es behalten wir mal eine Option im Hinterkopf, ob wir den hier einen benutzen oder nicht. Wir gehen erstmal oben schauen, was wir jetzt hier oben noch machen. Okay? Das ist das letzte Feld, was wir hier unten noch uns holen und angreifen müssen. Was hat der Feind hier oben? Immer noch die 4 Infanteristen, das Schiff, das wir ignorieren, und hier jede Menge Defensivpositionen, die sie einfach akribisch halten. Die gucken nicht nach rechts und nach links, sie bleiben einfach in diesen Anlagen stehen. Die 4 müssen wir uns noch holen. 15 Trefferpunkte hier, 15 Trefferpunkte hier, 9 nur noch hier, 15 noch hier. Das wäre also eigentlich das sinnvollste nächste Ziel. Das ist aber ein bisschen schwer zu kriegen, weil da können doch, wir können von 3 Feldern aus angreifen, von den 3. Den hier können wir auch nicht auf mehr Feldern angreifen. Den könnten wir von unten raus vielleicht umzingeln, aber dann kommen die Einheiten von unten. Also das ist unser Ziel jetzt. Wir haben zum Bombardieren 3 Artillerieeinheiten. Einen hier oben und eine Einheit hier. Mit der könnten wir jetzt sogar sofort angreifen und die steht auch eigentlich gut. Nee, die ziehen wir hoch. Die steht dort oben im Weg. Da können wir auch von oben angreifen. Eins hier hoch und dann hier Angriff. Verschanzung auf 7. Wobei, die müssen wir eigentlich nicht töten. Ne? Wir müssen eigentlich nur das Hexfeld uns holen. Aber das ist halt schwer, weil dann das sind halt die Felder ganz am unten in der Stadt. Denn die, hier sind sehr viele Truppen hier unten. Die ziehen halt nicht raus, weil die da denken, da beschützen wir die Stadt. Aber würden die raufziehen, dann hätten wir, und würden die alle auf einmal raufziehen, dann hätten wir ein Problem an der Backe. Deshalb, wir müssen zwar nur das Feld holen, aber das ist halt auf einem ganz exponierten Standpunkt. Deshalb will ich mir das lieber von oben holen. Also nicht von der Seite holen und dann kriegen wir irgendwie Ärger. Hier haben wir nur 2 Felder, von denen aus wir angreifen können. Lieber erst das und dann das. Also wir haben, mit der Artillerie müssen wir noch schießen. Der Panzer nutzt uns hier gar nichts. Doch, der wird uns etwas nutzen. Pionier 8 Trefferpunkte, 15, 14. Die sollten erstmal aushalten. Dafür dürfen die sich nicht bewegen. Dann ziehen wir den Panzer raus. Ziehen den hier hin. Greifen mit dem besseren Pionier, ziehen wir nach unten. Mit der Artillerie ziehen wir hier hin. Mit der Artillerie feuern wir hier einmal drauf. 2 Unterdrückung. Verschanzung immer noch bei 5, 8, 6 Unterdrückung, 8 Stärke beim Übrig. Der kann sich kaum noch zur Wehr setzen. Ja. Es kann sein, dass sogar ein Angriff ausreicht. Wir gehen aber auf Nummer sicher und schicken einmal einen Jäger dem auf den Kopf. Das sollte schon reichen. Wenn es ein guter Jäger ist. Na, das weiß man nicht. Haben wir noch einen taktischen Bomber? Einen. Das ist der von unten. Den wollten wir eigentlich aber unten einsetzen. Nee, das ist der von oben. Ja. Das ist es. Das ist die Lösung. So.
Jetzt hat er noch genau 7 Punkte und die müsste er verlieren, wenn wir jetzt angreifen. Er hat schon gezogen, er noch nicht. Das heißt, wir ziehen mit dem, den wir schon bewegt haben. Denn dann kann, denn wenn die Einheit hier fliegen sollte, hätte er die Möglichkeit, mit den Bewegungsoptionen, die er noch hatte, in die Stadt reinzuziehen, auf das Feld. Er zieht raus. Jetzt setzen wir mit ihm nach rein und halten das Feld. So. Das war echt gut. Das war echt gut. Und den heilen wir aus. Der hatte nur noch 8 Trefferpunkte. Einmal heilen. Und jetzt müssen wir das Hexfeld uns noch schnappen. Aber das machen wir in dieser Runde nicht, weil wir haben die Artillerie schon verbombt und die hat schon gebombt, Flugzeuge und so weiter. Ignorieren wir. Hier greifen wir auch nichts an, das ist alles zu riskant. Der bleibt hier, der ist zwar nicht so stark im Stadtkampf, hat aber unfassbar viele Stärkepunkte und damit Lebenspunkte, 17 Stück. Der baut hier ein bisschen Verschanzung auf, bleibt an Ort und Stelle, alles gut. Die bleiben, wo sie sind. Hier oben haben wir, glaube ich, alles gemacht, ne? Das Grat könnte noch ziehen. Falls wir unten noch Verstärkung brauchen. Wie war das Grat ist ja sehr flexibel und wird als Aufklärungseinheit wenig gesehen. Nur von anderen Aufklärungseinheiten oder von Feindeinheiten, die direkt neben ihm stehen. Das heißt, falls wir denken, es könnte noch passieren, dass wir hier unten mit den wenigen Einheiten alles verheizen, könnten wir ihn vorbeischmuggeln an den Feindeinheiten da unten. Andererseits, wenn wir ihn oben haben, gibt er als Aufklärungseinheit Angriffsboni, wenn der in der Nähe steht vom Feind. Ich sag mal, das sollten wir eigentlich auch so gebacken bekommen hier, oder? Der wird vor allem nicht mehr rechtzeitig genug unten sein. Aber hier, mit ihm rasen wir hier rüber. Der kommt zur Hilfe. Im Häuserkampf schlecht, aber ansonsten die Panzer gut, das reicht aus. Und das Grat lassen wir hier erstmal stehen und heilen es sogar noch weiter aus. Dann haben wir hier noch einen Panzer. Mit dem können wir auch schon mal ein bisschen noch weiter vorziehen. Wer weiß, wozu wir ihn noch brauchen. Und das war's, ne? Das war's. Bis auf die Stadt in der Mitte. Der bleibt hier. Flugzeuge. Ein taktischer Bomber hier. So. Den taktischen Bomber können wir einsetzen. Es ist die Frage, setzen wir den hier oder hier ein? Den setzen wir ein auf offenem Feld, weil der kann ja für mehr Schaden sorgen. Den setzen wir hier ein. Hier können wir ihn auch gar nicht einsetzen, weil hier ist ja schon ein Flugzeug drüber. Jetzt haben wir noch die Aufklärungsflugzeuge, die können wir ignorieren. Und wir haben noch Jagdflugzeuge. Aber die können auch nicht hier unten nichts mehr machen. Wüsste nicht was und das war's jetzt. Wir könnten hier just for fun rüberziehen, Feind ablenken, solche Geschichten machen. Einheiten hier noch angreifen. Trefferpunkte abziehen. Den Feind dazu zwingen, dass er hier vielleicht Prestige ausgibt, um die Einheiten zu heilen. Mit ein bisschen Glück. Mal gucken, ob das Verschanzung kostet. 8 Verschanzungspunkte. Mal schauen, ob das irgendwas bringt. Sieben. Immerhin. Ein Verschanzungspunkt abgezogen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und das können wir dann aber... Ist der verschanzt? Der ist auch sehr stark verschanzt. Ja, dann lass uns das doch machen. Der ist auch verschanzt. Der ist riskanter. Dann ziehen wir mit ihm hier rüber. Ja, alles klar. Das war's jetzt aber wirklich. Eine Runde weiter. Ja, eine Runde weiter. Alles klar.
Ich gönne mal ein Stückchen Schokolade. Freue mich sehr, dass ihr so interessiert dabei seid. Das ist ein echtes Phänomen. Wir hatten nicht viele Spiele, wo die Zuschauer wirklich bis in die Nacht hinein kleben bleiben. Das ist einfach sauspannend. Sauspannend. Eins weiter. Schnurli, danke dir. Das ist egal. Die greifen uns an. Wir verbessern. Ah! Die ziehen raus aus dem Bunker und greifen unsere Artillerie an. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt geht. Aber sie haben den Bunker verlassen. Kann man noch positiv werten. Jetzt wird spannend, aber. Wie viele Runden brauchen wir für die verbleibenden? Für die verbleibenden beiden Hexfelder. Kümmern wir uns erstmal hier drum. Schwieriger könnte es hier unten werden. Mal gucken. Artillerie. Hier. Und hier. Zwei Felder Schussreichweite. Das Feld müssen wir knacken. 15 Punkte. 15 Punkte. 15. Wollen wir wirklich das knacken? Weil die eine, die dann reinzieht, wird in drei Feldern aus bedroht. Oder wollen wir sagen, wir knacken dann erst den und dann den. Hier sollten, den sollten wir gar nicht knacken, weil daneben steht ein Bunker. Der Bunker kann hier schießen. Das Feld ignorieren wir. Das holen wir uns auf jeden Fall. Wir können sagen, wir machen hier über den Umweg. Ist die Frage. Wir müssen uns das nicht holen, wenn wir das exakt timen würden mit beiden letzten Hexfeldern, dass sie in derselben Runde eingenommen werden. Dann müssten wir keinen Rundenwechsel mehr überstehen. Dann hieß es nach dem letzten Hexfeld aus die Maus, Partie gewonnen. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Lass uns mal hier unten ein Gefühl dafür bekommen, das ist die schwierigere Lage, ob wir ein oder zwei Runden brauchen. Okay? Trefferpunkte. 15, 14. Drei Feinde. Vier Landeinheiten bei uns. Und jede Menge Bomber. Der ist im Wald. Im Wald haben die wahrscheinlich irgendwelche Verteidigungsboni, ne? Denke ich mal. Mal schauen, wo der steht. Kleiner Fluss. Verlangsamt die Offensive. Das ist für uns egal. Enges Gelände. Der Beschuss von Infanterieeinheiten, also von dieser Einheit, geht gegen einen anderen Wert. Und zwar nicht gegen den Wert Verteidigung Boden, sondern gegen den Wert Verteidigung Nahkampf. Jetzt schauen wir mal, wie hoch der Verteidigungsnahkampfwert hier ist. 0. Ach, Verteidigung Nahkampf 0. Das ist ja super cool. Verteidigung Boden wäre 9. Das heißt, die Einheit ist ja super empfindlich. Das ist ein Vorteil für uns. Tatsächlich. Das heißt, wenn das eine Pioniereinheit wäre, hätten wir Nachteile, aber in dem Fall haben wir Vorteile. Das ist ja super cool. Dann sollte der hier ordentlich leiden, wenn wir den beschießen. Immer folgendes, dann ziehen wir den eins nach hinten. Der ist leichter zu töten als der und der hat auch, ja. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Runden. Eins nach hinten. Einmal drauf. 13 Trefferpunkte, 6 Unterdrückung. Einmal mit der strategische Bomber zerstört hier weiterhin das hier. Wir kommen ohnehin nicht in eine Runde rein, weil wir haben nur ein Feld, aus von dem wir angreifen können. Das ist das hier. Das heißt, der müsste, und die haben Kontrollzonen und bremsen uns aus. Es ist gar nicht möglich, dass wir in eine Runde hier reinkommen. Das geht gar nicht. So, jetzt haben wir noch die taktischen Bomber hier und dort und dort hinten. Die beiden können wir einsetzen. Den setzen wir hier ein.
Hat immer noch 11 Trefferpunkte. Boah. Ja. Wir greifen mit der Infanterie als zweites und mit dem Panzer als letztes an, weil der Panzer ist Angriff schwächer in dem Gelände als die Infanterie. Und wahrscheinlich ist er so schnell gebrochen, dass der dann flüchtet, wenn die Infanterie zuerst angreifen würde. Ich spekuliere darauf, wenn wir mit dem Panzer angreifen, dass er nicht flüchtet. Ich möchte nämlich nicht, dass er flüchtet. Ich möchte, dass die Einheit stirbt. Deshalb greifen wir mit der schwächeren Einheiten zuerst an. Zuerst mit ihm. Flüchtet trotzdem. So viel zum Thema. Man plant irgendwas und es geht dann doch anders auf. Jetzt ist der Mistkerl wieder im Bunker. Aber hat nur noch 4 Trefferpunkte. Gucken, ob wir jetzt hier was erreichen können. Oh lala. Oh lala. Zwei Punkte bleiben übrig. Das ist trotzdem sehr, sehr ärgerlich. Oh lala. Ah, blöd. Vielleicht im Nachhinein ist ja besser gewesen, mit der Infanterie anzugreifen. Ich hatte halt darauf spekuliert, dass die Einheit nicht flüchtet, wenn man nur mit dem Panzer angreift. Habe ich mich vertan. Hier können wir langsam beginnen anzugreifen. Er hat noch alle Trefferpunkte. Wir kriegen ihn aber ganz gut klein. Aber wenn der von zwei Seiten angegriffen wird, haben wir ein Problem. Wir brauchen weitere Leute, die aus der Luft angreifen oder vom Land. Der kann angreifen. Der sollte hier dann auch ziehen können und wäre dann kampfstärker. Ja, wir ziehen mit ihm. Oh, das geht ja auch. Ja, hier rein. Oh lala. Oh lala. Das gefällt mir. Und hier ist noch kein Flugzeug drüber. Haben wir noch einen taktischen Bomber? Ja, haben wir noch einen in der Nähe? Nein, haben wir noch einen Jäger in der Nähe? Ja. Aber nur einen. Ist egal, komm. Ein Angriff. Das saß. Noch 10 Trefferpunkte, 4er Unterdrückung. Jetzt gucke ich, ob ich denselben Fehler nochmal mache oder nicht. Ich greife mit dem Panzerjäger an. Der ist natürlich fast nutzlos, aber... Neun Trefferpunkte, 5 Unterdrückung. Hier müssen wir rein, aber das ist natürlich verlockend. Der hat nur 9 Trefferpunkte, der hat 15, der hat 2. Also das ist einfach sehr, sehr verlockend. Das ist die letzte Einheit, die er angreifen kann. Oh lala. 7 Punkte hier noch. Hier sind es volle 15, 2. Also diese Runde greifen wir die Stadt nicht an. Jetzt wissen wir hier Bescheid. Jetzt kümmern wir uns um die Einheit oben. Um die Stadt hier oben. Also wir wissen, in dieser Runde können wir nicht in die Stadt rein, Hexfeld erobern und dann darauf hoffen, dass wir es nicht mehr halten müssen. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir gehen hier rein und konzentrieren uns jetzt doch auf den und nicht auf den. Den wollten wir ignorieren, wegen der Bunkernähe. Den holen wir uns als erstes, alle Zeit der Welt. Und dann ist es für uns einfacher, das Feld in der Mitte zu holen. Nochmal ein Blick von oben. Haben wir irgendwas übersehen? Die Antwort ist ein gepflegtes Nein. Alles gut. Also, unsere Artillerien. Eine Artillerie hier oben. Eine Artillerie hier unten. Artillerien zweier Reichweite. Wir können auf das Feld also feuern, von hier aus zum Beispiel oder von hier aus. Wie weit kommt die Artillerie? Käme dies bis hierhin? Ich denke ja. Allerdings den Panzer auf den Fluss stellen wäre doof. Hier würde er vom Bunker... Wir können mit dem Panzer gar nichts mehr machen. Auf den Fluss stellen wäre ziemlich bescheuert. Oder? Ich mache es mal testweise. Ich ziehe mal nur um zu gucken, was man da für Mali oder Boni hat. Ich denke Mali. Wir ziehen den Panzer mal drauf und gucken uns dessen Statuseffekte an und sehen hier gar keine.
auf ein kleiner Fluss. Ach, jetzt kann ich hier nicht mit der Maus drüber. Steht auf einem Fluss und kann nicht nachgucken, was das bedeutet. Ich könnte jetzt in der Enzyklopädie, also im indigenen Lexikon nachgucken, aber da bin ich jetzt zu faul für. Zweier Reichweite für Artillerie. Das Feld und das. Und was ziehen wir dann hier? Eine Infanterie. Welche ist das? Das ist eine Infanterie. Das ist eine Infanterie von uns. Das ist eine von uns. Das heißt, die Infanterie ziehen wir hier hin. Die Infanterie hier. Die kommt hier hin. Die erste Artillerie kommt hier hin. Feuert hier drauf. Dann machen wir Platz für die Artillerie. Der Panzer ist hier unüberflüssig. Den ziehen wir einfach hier nach hinten hin. Der sollte allerdings auch mal ausheilen. Mit ihm machen wir Platz, mit dem Gradschützen. Der Artillerie hier, da ziehen wir hier hin. Feuern einmal von hier oben. Immer noch 14 Trefferpunkte, 6 Unterdrückung, sehr hoher Verschanzungswert immer noch. Das ist doof. Wir haben zwei Felder, aus von denen wir angreifen können. Einer hier, einer hier. Das ist der stärkere. Haben wir noch ein Flugzeug, das wir hinschicken können? Einen taktischen Bomber hier rüber. Einmal angreifen. 13 Trefferpunkte, 6 Unterdrückung, 4 Verschanzung. Immer noch ein starker Gegner. Die Frage ist, greift man den wirklich in dieser Runde an? Ja, das machen wir. Das machen wir. Flüchtet, raus aus dem Feld. Flüchtet. Wir können nicht nachsetzen. Wir können nicht mehr nachsetzen. Das ist doof. Aber der steht auf dem freien Feld. Und wir können mit dem Panzer hier hin und ihn angreifen über den Fluss hinweg. Nehmen den Bunker, wir könnten den auch neben den Bunker stellen. Wie gut ist ein Bunker beim Angriff auf harte Ziele? Heftig! Kurze Entfernung, 19er Angriff auf harte Ziele. Danke. Das muss nicht sein. Wir machen das anders. Wir ziehen den Panzer hier drauf. 8. Ja, der hat nur 9 Trefferpunkte. Den ziehe ich nicht neben den Bunker. Der Panzer hat 9 Trefferpunkte. Wer kann denn hier noch reinziehen auf das Feld? Keiner im Moment. Panzer hier hin, nachgesetzt, einmal drauf feuern. Flugzeuge, Flugzeuge. Jäger, ein Jäger drüber und... Immer noch 8 Schattenkleister. Wir können keine Einheit hier reinziehen in die Stadt. Macht mich nicht kirre. Können wir keine hier mehr reinziehen in die Stadt? Keiner einer? Auch nicht das Grad? Angriff mit dem Panzer. Er flüchtet, hat 6 Punkte verloren, hat noch 2 und steht außerhalb der Stadt und wir können ja nicht reinsetzen. Können wir den jetzt hier reinsetzen? Warum können wir... Wir können hier nicht reinsetzen. Das ist doch nicht wahr. Ich will hier auf das Feld drauf. Na, hier haben wir noch Pech und so einer zieht hier vom Bunker mit vollen Trefferpunkten oben hoch. Das ganze Spiel beginnt wieder. Wir haben keine Einheit, die wir hier reinsetzen können. Echt nicht. Der besseren Übersicht halber. Einmal rausgescrollt, einmal geguckt. Kann irgendeine Einheit bis hier unten hin? Keine eine. Keine eine. Haben wir noch ein Jagdflugzeug, das wenigstens den Zweier hier kaputt macht, ja. Immer noch 2 Punkte. Sollen wir hier angreifen? Nee. Der bleibt hier oben. Krass. Krass, krass, krass. Krass, krass.
Das war alles, was wir machen konnten, ne? Ach, wir haben ihn noch. Aber der hat keinen Platz zum... Der hat volle Trefferpunkte und hat keinen Platz, um irgendwie noch sich zu bewegen. Hätte er... Moment mal, ich ziehe mal das Grat wieder zurück. Hier kann er hinziehen. Das machen wir. Moment mal, oder wir ziehen mit ihm hier hin und nächste Runde... Ja, der ist stärker als der Brückenpionier im Kampf. Den will ich statt des Brückenpioniers hier in den Kampf schicken. Der zieht mir hier hin. 11 Trefferpunkte, 15. Wir ziehen ihn hier oben hin. Das Grat lassen wir hier stehen. So machen wir das. Den können wir noch ziehen. Den heilen wir einfach nur aus. Der bleibt da, wo er ist. Alle gezogen, ne? Bis auf die Aufklärungseinheiten, die können es aber Schnurz und Piepe sein, die fliegenden Aufklärer. Jetzt eine Runde weiter. Leute, soll man das noch beenden? Ja, ne? Wir haben schon 23:30. Ich habe um 15. Wir machen es fertig, ne? Wir machen das fertig. Wir ziehen das durch.